Mein Name ist Sascha Pape. Ich bin zuständig für die öffentlichen Toiletten bei der Stadtreinigung Hamburg und möchte euch jetzt gern mal die Toiletten zeigen, die wir gerade am Freitag eröffnet haben. Das ist einer mit der neuesten Toiletten, die Hamburg überhaupt jetzt hat. Wir fangen wir beim Pissoir an. Das ist rein für die Männer. Dort gibt es eine Pinkelrinne und hier können wir auch sehen, wenn Sie fertig sind mit Ihrem Geschäft, dann können Sie theoretisch hier drauf drücken, dann läuft dort das Wasser raus. Nebenbei können Sie auch noch die Seife benutzen. Und wenn das alles fertig ist und Sie drücken auf Trockner, dann merken Sie auch hier, hier kommt warme Luft raus. Und jetzt geht's weiter. Wir haben auf der rechten Seite von mir noch ein WC, das ist auch behindertengerecht. Dieses WC reinigt sich selber, sprich man bräuchte jetzt theoretisch kein Reinigungspersonal, die hier sitzen und dann die Klobrillen sauber. Soweit zur Toilette und jetzt zeige ich euch noch einmal, was dieser Hightech-Kasten noch alles braucht. Das einzig Gute ist, wir können hier unsere Fahrräder aufpumpen. Und wenn ihr in Zukunft ein Elektrofahrrad besitzt, könnt ihr euer Fahrrad hier auch aufladen. Und wenn ihr wissen wollt, wo die nächste Toilette sich befindet, schaut auf unsere App. Dort haben wir einen Toilettenfinder. Dann einfach oben aktuelle Position nutzen. Und dann siehst du auch, wir sind gerade am Berliner Tor an einer Toilette.